Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir befinden uns hier in der Nähe von Orlands Kneipe und wollen jetzt Richtung Kloster laufen, denn wir haben ja von Watras den Auftrag bekommen, dem Magier vor dem Kloster da bei dieser Kapelle eine Nachricht zu überbringen. Boah, ich habe den Feldräuber getroffen. Verschwinde! Oh, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Zu viele Gegner. Stirb doch einfach, du Feldräuber. Schweinebacke. So, ansonsten hat jetzt keiner weiter Fragen, ne? Oh, eine Ratte. Lange nicht mehr gesehen. Riesenratten habe ich schon fast wieder vergessen, dass es die hier gibt. Bam. Bam. Meine Riesenratte, meine... War da ein Geräusch? Ich finde es ja doch raus. Da hinten war noch ein Feldräuber, habe ich gesehen. Oder auch nicht, oder doch? Ah, da hockt er ja. Der Kleine. Bam, ein Schlag und tot war er. Sind das Ausgewachsene? Okay. Das klappt doch wunderbar. Keine Gegner, keine Gegner. Zumindest keine für mich. Alles wunderbar aufgeschlitzt. Die Musik für das Kloster gefällt mir. Die hat irgendwie was. So, was haben wir denn hier? Bogenschütze 1. Das klingt doch schon wieder sehr schön. Treffen mit Bogen plus 2. Ins Kloster dürfen wir aber leider nicht rein. Deshalb gehen wir hier auch nicht weiter. Da lassen wir uns überraschen, wenn wir da irgendwann mal rein dürfen, wie das aussieht, ne? Ich gemeiner kleiner Peter. Wir wollen ja eigentlich eher hier hin. Alte Steintafel. Iskaroth, mein alter Freund. Wie geht es dir? Inos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Da. Ich habe eine Botschaft von Watras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Lies es dir gut durch, es könnte wichtig sein. Du kannst Watras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Dankeschön. Segne mich. Segne mich. Ich segne dich im Namen Innos. Der Herr lasse sein Feuer in deinem Herzen brennen. Oh ja. Und gebe dir die Kraft, nach seinem Recht zu handeln. Der Drecksack will mein Herz braten. Tötet die Sau. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, ja, ich denke mal, das wird er schon tun. Ich bin ja nicht umsonst ein Ausgewählter von Innos, ne? Da wird er schon mal ein bisschen aufpassen, dass mir nichts geschieht. So. Auftrag 1 abgehakt. Wo haben wir denn die Untotenrollen hier? 5 Untote können wir platt machen. Wie viel kosten die? 5, okay. Aufgabe 2. Töte die elenden, dreckigen, kleinen Mistzombies. Und hoffe, dass in der Höhle nicht noch was Schlimmeres lauert. Denn Zombies sind an sich in Ordnung. Die sind langsam, stark, aber langsam. Also da sollten wir keinerlei Probleme kriegen, die zu plätten. Los, wir rennen um die Scheune herum. Achso, den Bogen sollte ich vielleicht mal ziehen. Da hinten hocken Scavenger, die will ich wieder holen. Hol sie mir. Ich hol sie mir, ich hol sie mir. Gebt mir eure Erfahrung, ihr Schweine. Bam. Erfahrung und Fleisch, das ist es, was ich brauche. Und kein Bogen, der rumbackt, also lasst das.
Ist das eigentlich bei allen Bögen so oder nur speziell bei diesem Jagdbogen? Das würde mich mal interessieren. Weil vorher hatten wir ja keine Probleme mit den Bögen. Aber der Jagdbogen hier, der fängt an, ganz schön lästig rumzubacken. Backe Kuchen und so. Okay, dann wollen wir mal. Untote vernichten. Zombies, macht mir bitte keine Angst. Ich mag es nicht, wenn ihr mir Angst macht. Boah, voll vorbei. Getroffen. Bam, bam, bam. Ich habe Angst, dass hier vielleicht einer aufsteht. Was ist denn das für eine Höhle? Paladin-Zweihänder liegt hier rum. Juwelenschatulle. Was liegt da? Paladin-Schwert, sind die gut? Naja, von der Reichweite her vielleicht. Nee, da ist mein Säbel auch besser. Beziehungsweise eher gleich. Schwarzes Erz. Paladin-Schwert. Irgendeine alte Grabhöhle hier. Da ist nichts zu holen. Blöde Zombies. Na gut, immerhin hat es uns 600 Erfahrung eingebracht und ein bisschen Gold. Die Waffen sind nämlich einiges wert. Würde ich mal sagen, Mission 2 abgehakt. Hallo Unbekannt, ich bin der Peter. Schön, dich kennenzulernen. So, aber jetzt tun wir endlich das, wofür wir eigentlich hierher gekommen sind. Wir schließen uns dem Ring des Wassers an. Da fällt mir auch gerade ein, ich hatte ja gesagt, wir kommen gar nicht mehr in die Stadt, aber wir kommen doch noch einmal in die Stadt. Denn ich will ja bei Vatras die Belohnung einheimsen und ich glaube, ich kriege auch Erfahrung dafür, wenn ich dem sage, dass ich aufgenommen wurde. Mal schauen, gehen wir rein. In die gute Stube. Hallo Orlan. Meinst du, mir geht es besser? Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. Seine Entscheidung. Sie werden schon noch kommen. Ja, wir werden ja sehen. Jetzt geht, glaube ich, die Völkerwanderung gleich los. Da kommen sie alle. Aus allen Richtungen kommen sie angewatschelt hier. Die Mitglieder des Rings des Wassers. Aber ich hole mir jetzt erstmal die Scavenger. Ich will eure Vögelköpfe. Super! Siwa! Das Schöne ist, dass ich bei... dass zwar nicht so oft kritische Treffer kommen, aber wenn ich mal einen habe, da kann ich mir fast schon sicher sein, dass hinterher gleich nochmal ein kritischer Treffer kommt. Das ist ganz praktisch. So, wie schaut's aus hier? Da stehen sie alle rum und warten nur auf mich. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. So, mein junger Freund. Yay, ich habe eine Rüstung. Wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Die Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Bedenke, kein Problem, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch werde ich tun. Das ist wirklich nicht mein Problem. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Ich? Nee, ganz sicher nicht. Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kord. Er ist ein Meister der Klinge. Gan zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalon lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Wunderbar. Ich muss weiter. In Ordnung. Dann wollen wir dich nicht länger aufhalten.
Geh nun umgehend zu Vatras und lass dir deinen ersten Auftrag geben. Brüder des Rings, lasst uns nun zurückkehren zu unseren Pflichten. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht dieser Welt. In Ordnung. Warte mal. Willkommen im Ring, mein Freund. Ach so, mehr sagt er nicht, oder was? Ein neues Gesicht in unserer Runde. Willkommen im Ring des Wassers. Gut, okay, ich kann hier leider noch nichts lernen jetzt. So, ich soll umgehend zu Vatras gehen, wie das schon klingt hier. Ich lass mich doch nicht hetzen. Was hatten die Rüstung eigentlich für Werte, sagt mal. 30, 30, 50, 50, die ist besser. Viel besser. Aber die werde ich trotzdem nicht in bewohnten Gegenden tragen. Sicher ist sicher. Ich will nicht entlarvt werden. Keiner darf wissen, dass ich zum Ring gehöre. Ich will eigentlich meinen Ring des Wassers anlegen. Da habe ich zwar 20 weniger Lebenspunkte, aber was soll's. Dieser Ring gehört mir. Du trägst jetzt das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Achso, da fällt mir ein, ich habe ja noch die Untoten-Vernichten-Rolle hier ausgewählt. Die einzige, die wir noch haben. Ich Idiot, weil ich den einen Schuss so total verbraten habe. Wo kommen wir denn raus? Wir kommen erst hier raus, okay. Schaut's aus, 10 Lernpunkte, das bringt mir nicht viel. Damit kann ich nicht die dritte Sprache lernen. Wünscht mir Glück, wir müssen dem Ork entfliehen. Wir laufen einfach. Alter! Hätte er mich fast noch erwischt. Blöder Ork. Ich hasse Orks. Steht er da rum und denkt, er könnte mich schlagen mit seiner rostigen, dreckigen Axt. Der wird schon noch sehen, was er davon hat. Irgendwann werde ich ihn platt machen. Irgendwann wird er tot vor meinen Füßen liegen. So, Vatras, ich bin wieder da und wir sind auch wieder in der Stadt. Oh, ist das schön. Hallo Stadtwache. Ich bin der Peter. Juck dich nicht weiter, ich weiß. Was war denn das jetzt nochmal mit dem tollen Schwert? Aber das Licht war eine Qual für Belia. Edles Langschwert 70, okay. Hey, hallo Vatras. Da. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn. Was hast du denn? Erzbrocken, Ring der Gewandtheit, Kronstöckel. Was ist ein wertvoller? Erz oder Kronstöckel? Ich glaube Kronstöckel nehmen wir mal. Ich habe hier noch eine Steintafel. Eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Corinis gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Alles klar. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Möge Adanos dich leiten. Hättest du wohl gern, dass ich mich schon darum kümmere? Nichts da. Wir wollen zur Kolonie. Und zwar Zigge Zagge. Aber ich habe noch ein paar Wolfsfälle dabei, ne? Die können wir noch schnell verkaufen, mein Bosper. Dann haben wir die Sache auch schon vom Hintern und gehen mit ein bisschen mehr Gold los. Hast du neue Äpfel? Das wäre schön. Von mir hatte das nicht. Zeig mir deine Ware. Glaubst du wirklich daran? Nö, hat er nicht. Toll, schön. Sieh doch zu, wie du kommst. Ich lass mich von dir nicht so behandeln. Ich hatte das niemals. Hallo, ich hab Felle. Da bist du ja wieder. Ja, da bin ich wieder und ich hab Felle. Ich hab hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist gut. Gute Arbeit. Wenn ach, hast, nichts, zu nicht zu danken, nicht zu danken. Ich weiß, dass ich so gut bin. So, Mission Bosper abgehakt. Jetzt gehören wir also zum Ring des Wassers. Apropos Ring des Wassers, wo ist denn der Stab? Benötigt Stärke 30 und macht Schaden 60. Was zur Hölle? Das hat er doch vorher gewusst. Steck die Waffe weg! Ja, Entschuldigung, ich wollte ihn mir nur mal anschauen. Das also ist der Stab des Wassers.
sehr interessante Waffe. Oh, Vogel! Im Baum! Ich hab's genau gehört. So, aber es ist auch so dunkel. Ich glaube, wir legen uns nochmal hin. Da können wir nämlich dann auch, wenn wir wieder losgehen, können wir dann nochmal eine Runde beten, bevor wir ins Minental kommen. Da gibt es nämlich leider keine Innos-Schreine, soweit ich weiß. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es da keine gab. Deshalb sollten wir es nochmal ausnutzen und vorher noch einmal beten gehen. Ich stelle mich jetzt mal hier an den Rand, betrachte das Treiben in der Stadt und sage schon mal Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zu Gothic 2 oder zu einem anderen Video auf meinem Kanal. Es ist euch überlassen, was ihr schauen wollt. Macht's gut, euer Lord Peter.